Es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney Juli Haul. Ja, es ist mal wieder Zeit für einen Haul und ich zeige euch, was ich im Juli alles gekauft habe. Es ist tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so viel. Ich hatte auch bis vor letzte Woche gedacht, wird kurz der Haul, aber dann habe ich noch was bei Shop Disney bestellt. Ja, ich habe mal wieder was bei Shop Disney bestellt. Ich habe ja letztes Mal gesagt, es gab eine Premiere. Ich habe nicht bei Shop Disney bestellt, jetzt habe ich was bestellt. Zeige ich euch natürlich und ja, ich würde sagen, wir legen los und zwar mit Primark. Ja, wie immer war mein Primark-Dealer des Vertrauens, Brina, im Primark und hat mir was mitgebracht. Und zwar unter anderem hier mal neue Flipflops für 4 Euro. Finde ich ganz praktisch. Die von Primark, die gehen dann halt irgendwann kaputt und dann kann man sich neue kaufen. Sind auch super leicht für den Urlaub. Jetzt eventuell nehme ich die halt auch mit nach Orlando. Ja, und dieser Schwarz-Weiß-Look passt eigentlich zu vielem. Und davon habe ich auch schon von der Kollektion die Mütze und auch den Pullover. Ja, das war die erste Sache. Und ich muss sagen, diese Ohren sind so unbequem. Die rutschen die ganze Zeit vom Kopf. Naja, dann gab es noch ein bisschen Deko. Und zwar einmal hier diesen Busch. Jetzt hat er sich hier dieses Ding hat sich verheddert. Nja, nja, nja. Jetzt. So. Diesen hängenden Busch irgendwas, natürlich künstlich, für 9 Euro. Ja, kann man sich ans Fenster hängen, an die Tür hängen und dann, ja, hängt da so die Pflanze runter. Und das ist halt dieser Mickey Shape, wie man hier sehen kann. Ja, fand ich ganz cool. Natürlich mega der Staubfänger, so künstliche Pflanzen. Und dann gab es noch ein drittes Dekostück und das letzte Stück von Primark. Wie gesagt, es ist gar nicht so viel dieses Mal. Das hat 17 Euro gekostet. Ich muss sagen, das ist ganz schön teuer für das, was es ist. Also sowas habe ich ja auch schon mal selbst gebastelt. Einfach aus drei Buchsbäumen habe ich einfach welche zusammengeklebt. Und ja, und so eine Schale. Naja, aber hier ist es drin festgeklebt und ja, finde ich ganz schön. Ist halt natürlich auch ein Staubfänger, aber ich wusste gar nicht, dass es so teuer war. Naja, egal. Jetzt ist es hier und braucht natürlich noch einen Platz in der Wohnung. Ja, das waren die drei Sachen aus dem Primark, das war's schon. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal direkt ein paar neue Ohren. Ja, drei paar neue Ohren sind diesmal dabei. Habe ich ja schon erwähnt, dass ich sie mir bestellen muss bei EMP. Ich habe euch ja die Tasche im letzten Haul gezeigt und ja. Jetzt sind diese Ohren eingezogen bei mir, passend zu der Tasche. Finde ich richtig schön und die waren jetzt im Angebot mit dem Code von Daniel, habe ich jetzt, ich glaube, 20 Euro bezahlt. Normalerweise kosten die ja 30. Wie gesagt, passend zur Tasche, ich habe auch schon ein Outfit. Mal gucken, ob ich es im September noch anziehe, weil dann ist die letzte Möglichkeit sozusagen, bevor Halloween und Christmas anfängt und da ziehe ich mich einmal gerne der Season an. Deswegen, es gibt noch so viele Outfits, die ich eigentlich anziehen würde, gerne, aber ich bin zu wenig im Disneyland. Jetzt lachen bestimmt einige. Aber im Verhältnis zu den Outfits, aber ich nehme ja auch noch ein paar mit nach Orlando. Da wird es auch übrigens dann auch noch ein komplettes Packvideo wieder geben für Orlando, inklusive Outfits und so. Also ich nehme euch wieder komplett auf der Reise mit. Ja, das war die Sache von EMP. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar habe ich meine Summer-Zeitschrift von der D23 Abonnementen von dem D23-Abo bekommen. Und diesmal ist es der Disney Wish gewidmet. Also hier vorne und hinten habt ihr Captain Mickey. Falls ihr nicht wisst, was D23 ist, verlinke ich euch gerne mal das Video. Das habe ich nämlich ein Video gemacht, als ich mein erstes Paket bekommen habe mit D23. Und da erkläre ich auch nochmal, was das eigentlich auf sich hat. Ja, die Zeitung gab es jetzt. Es gibt 4 Stück pro Jahr im Abo. Und ja, ihr habt jetzt nämlich auch die Prozente, die ihr dann bekommt. Und was haben wir hier so drin? Auf jeden Fall ganz viel. Also hier zu Raya gibt es einen Artikel. Baymax to the Rescue. Thor. Ragnarok. Und natürlich ganz viel zur Disney Wish.
Ja, habe ich tatsächlich noch keine Zeit gehabt durchzulesen, werde ich aber auf jeden Fall noch tun. Das war ja in der D23-Mitgliedschaft enthalten, deswegen hat es jetzt nichts gekostet. Und dann habe ich wirklich super schöne Post bekommen von der lieben Jasmin, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Sie hat mir einfach so ein Bild gemalt, und zwar hier dieses. Thank you mit Mickey. So süß, also das ist wirklich ein Talent, welches ich nicht besitze. Also ich kann nicht zeichnen. Ich bin, diese Ohren. Ich kann basteln und so, aber so malen, das ist bei mir nicht drin. Also auf jeden Fall gab es einmal dieses Bild und dieses süße Täschchen. Seht ihr das? Magical mit einem Cupcake mit Mickey on und meinen Initialien. SW, also mein Vor- und mein Nachname. Kann man immer gut gebrauchen, so Täschchen für SD-Karten und Akkus und etc. etc. Und ab 1.8. hat sie ihren eigenen Etsy-Shop. Also es ist jetzt keine bezahlte Werbung. Ich mache das wirklich freiwillig, weil ich ihr Talent natürlich an euch verbreiten möchte. Vielleicht habt ihr auch Interesse an sowas. Also schaut bei ihrem Etsy-Shop vorbei. Minis Kreativ Corner. Schreibt hier nochmal rein und verlinke euch auch unten den Shop in der Infobox. Also schaut gerne mal bei der Jasmin vorbei. Ja, den Link zu den EMP-Ohren packe ich euch übrigens auch rein. Ansonsten gibt es nur noch die Sachen von Shop Disney Online und die anderen aus Disneyland Paris zeige ich euch wie immer am Schluss. Also machen wir weiter mit Shop Disney. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin rückfällig geworden bei Shop Disney, aber ja, es ist verhältnismäßig wenig. Es sind nur 3 Sachen. Und zwar ein neuer Spirit Jersey ist bei mir eingezogen. Und zwar hier der Walt Disney World Spirit Jersey mit der goldenen Mickey unten. Und ich finde ihn wirklich super schön. Hier mit der 50 vorne drauf. Ja, irgendwie bin ich bei dem schwach geworden. Es gab tatsächlich in den letzten Wochen viele neue Spirit Jerseys, unter anderem den pinken, mit dem ich auch ein bisschen liebäugle, weil ich die Kombi mit den Ohren auch echt geil finde. Aber da konnte ich mich bisher zurückhalten. Aber bei dem, jetzt wo es auch wieder nach Walt Disney World geht, wollte ich den unbedingt haben. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn mitnehme, weil es wird wahrscheinlich sehr warm werden. Aber 1 oder 2 Spirit Jerseys werde ich bestimmt einpacken, auf jeden Fall für den Flug. Und ja, vielleicht wird es ja hier der. Preis war keiner dran. Ich glaube, es war 65 Euro. Und dann gab es die passenden Ohren dazu. Da ist jetzt auch kein Preis dran. Bei den amerikanischen Sachen ist nie ein Preis dran. Ja, da gab es noch die Ohren, die passenden Ohren dazu. In Goldblau finde ich auch schön und Sparkle geht ja immer. Ich glaube, die haben 30 oder 35 Euro gekostet, aber ich packe euch die Links gerne unten in die Infobox. Und da, mit dem paar Ohren liebäugel ich schon super, 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 super lange. Habe ich auch sehr lange schon auf der Wunschliste. Und dann waren sie mal auch im Sale, aber dann habe ich sie verpasst, dann waren sie wieder ausverkauft. Und ich dachte, oh, und ich finde, die passen super fürs Animal Kingdom. Und deswegen wollte ich sie unbedingt haben. Aber ich habe gesagt, ich bestelle sie jetzt erst wieder, wenn ich mal was anderes bestelle wegen den Versandkosten. Deswegen, ja, jetzt war es wegen dem Spirit Jersey und den Ohren soweit. Deswegen sind die auch mit in den Warenkorb gelandet. 30 Euro haben die Ohren gekostet. Und ja, die werden auf jeden Fall im September mitkommen, weil die sind perfekt fürs Animal Kingdom. Glitzern wieder. Entschuldigung. Glitzern wieder. Also ja, super duper. Schöne Ohren, finde ich. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu den letzten Sachen. Also der Haul wird tatsächlich relativ kurz sein. Und zwar den Sachen aus Disneyland Paris. So, jetzt habe ich den Satz auch ordentlich grammatikalisch durchgeführt. Ich war ja im Juli 3-mal da. Ja, wegen dem Avengers Campus. Wer die Vlogs verfolgt hat, weiß, warum das so crazy war. Es gab verschiedene Previews etc. etc. Deswegen sind wir 3-mal hingefahren, aber ich habe es nicht bereut. Und hier und da haben wir auch mal was mitgenommen. Und zwar einmal hier diese Ratatouille-Fahrgeschäft-Ratte. Bump-and-Go-Vehicle heißt es. Und ja, es ist so witzig. Ich muss jetzt mal, es ist tatsächlich neu. Und jetzt, im Batteriefach ist dieses Papierding, aber das ist gerade abgebrochen. Ja, das ist ja... Nee, ich krieg's nicht raus. Sonst hätte ich es euch mit der Musik gezeigt. Das ist ja super hier. Einsame Spitze. Müsste ich eine Pinzette holen. Ich hole meine Pinzette. So, erfolgreich entfernt. Und ich zeige euch jetzt mal hier die Musik und noch ein Video parallel, wie so die Maus rumfährt. Das kann ich euch jetzt hier nicht zeigen.
So, hier geht's an. Ja. Also, so sieht das Spielzeug aus. Wie gesagt, das ist witzig. Und Ratatouille ist eh eine ganz tolle Attraktion. Und für 15 Euro haben wir es dann mitgenommen. Daniel hat sich auch eine mitgenommen. Ja. Finden wir ganz witzig und werde ich mir wahrscheinlich in die Küche stellen. Dann gab es einmal den 2023-Kalender für 10 Euro und dann halt minus Abzug des Rabatts. Ja, mit einigen schönen Bildern aus Disneyland Paris. Ich habe ja immer einen Kalender in der Küche hängen und ja, ich fand ihn jetzt nicht teuer und die Bilder sind schön, deswegen kommt der auf jeden Fall in meine Küche nächstes Jahr. Und dann, bevor wir zu den Inventors Campus Sachen kommen, habe ich mir noch dieses Bild gekauft. Das verlose ich ja auch nochmal in meinem Q&A. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, bis Mittwoch läuft noch das Gewinnspiel. Schaut da gerne mal vorbei. Da könnt ihr nämlich noch so ein Bild gewinnen. Und ich fand das auch so schön mit der Mickey und dem 30. Geburtstagsschlüssel. Deswegen habe ich es mitgenommen und es hat 40 Euro gekostet, plus dann halt Jahreskartenrabatt. Und ja. Es gab noch viele andere schöne Designs, und zwar das mit Chippendale hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich habe einfach keinen Platz mehr an den Wänden. Ja, jetzt kommen wir zu den Inventors Campus Sachen, welche wir am Eröffnungstag bekommen haben, am 20. Juli. Und zwar unter anderem, das war gratis, diesen Button. Den gab es nur an dem Tag zur Eröffnung. Das steht auch drauf, First Recruit, Premier, Premier Recruit und First Recruit. Ja, einmal den Button. Dann gab es hier so ein Booklet. Da steht hinten dann auch drauf, Opening Day, 20.07.2022. Und hier ist nochmal so alles erklärt, was man auf dem Avengers Campus sehen kann. Pym Kitchen, Stark Factory, Training Center, Flight Force. Ne? Also so ein kleines Booklet, richtig schön gemacht. Und das finde ich tatsächlich toll, dass Disneyland Paris sich an so speziellen Tagen dann nochmal das Geld in die Hand nimmt und die Extrakosten, um den Besuchern nochmal mit so einer Überraschung die Besucher zu überraschen. Also finde ich super schön. Wie gesagt, war kostenlos am Tag der Eröffnung. Und ja, finde ich einen richtigen Pluspunkt von Disneyland Paris, weil sowas in Erinnerung, die einen nie vergessen. Ja, und dann haben wir noch uns den neuen Parkplan mitgenommen. Den gibt es immer noch, wo jetzt auch der Avengers Campus eingezeichnet ist. Ja, das habe ich mir auch noch mitgenommen. Und dann musste ich ja, wer meinen Vlog gesehen hat vom 20. Juli, es hat auf einmal, das Wetter war immer Bombe, als wir da waren. Und am 20. Juli zur Eröffnung hat es dann geregnet. Und eigentlich bin ich ja immer auf jede Wettersituation vorbereitet, weil ich bin schon ein sehr organisierter Mensch, was das angeht. Aber an dem Tag weiß ich nicht. Ich hatte keine Strumpfhose an, ich hatte nur so ein Bolero-Mini-Stofffetzen übergeschmissen. Mir war kalt und so viele Möglichkeiten im Avengers Campus sich reinzusetzen, gibt es ja nicht. Und dann war ich leider gezwungen, mir Klamotten zu kaufen. Prina hat dann mein Jäckchen bekommen, weil ihr war auch kalt. Sie hatte nämlich keins. Und ich habe mir den Spirit Jersey gekauft. Ja, den Avengers Jersey. Da gibt es ja zurzeit immer noch keinen Jahreskartenrabatt. Aber wie gesagt, mir war kalt und ich war in einer Notsituation. Man kann auch immer eine Ausrede finden, um zu shoppen. Und es gab den Avengers Campus Jersey. Ja, super schön. Also das zweite Kleidungsstück nur aus dem Haul. Jetzt kommt noch gleich eins. Und der war 65 Euro, wie gesagt, leider ohne Jahreskartenrabatt. Ich hoffe, das ändern die bald, aber jetzt habe ich ihn ja eh schon. Und an den Beinen war mir ja auch so kalt, deswegen habe ich mir eine Jogginghose gekauft. Das war das erste Mal, wo ich eine Jogginghose im Park getragen habe. Und zwar die Spider-Man-Jogginghose. Die ist aber richtig bequem, schön dick, also perfekt für den Winter, hat mich auch gut warm gehalten. Und ja, hinten habt ihr noch so eine Tasche mit Spider-Man, also ja. Im Winter kann man sie auf jeden Fall gut tragen. Hier steht auch noch Amazing, Beyond Amazing unten am Fuß. Und ja, ich glaube, die war 45 Euro. Also echt eine teure Jogginghose. Aber wie gesagt, qualitativ wirklich hochwertig, gefällt mir gut. Und im Winter werde ich die auf jeden Fall auch tragen. Und es hat mich an dem Tag warm gehalten. Ich wollte ja nicht krank werden. Ja, und das war's. Das war alles, was ich im Juli gekauft habe. Also ich finde echt verhältnismäßig wenig. Aber muss ja auch mal sein. Orlando steht ja vor der Tür, da muss Geld gespart werden, weil da werden wir bestimmt krass eskalieren.
Und ist auch noch Halloween, einer meiner liebsten Seasons und Merchandise. Ich habe schon Spirit Jerseys für Halloween gesehen und oh, hört mir auf. Also ja, wahrscheinlich wird der August auch wieder spärlich ausfallen. Mal gucken. Bisher habe ich noch nichts bestellt. Und es ist ja schon fast Mitte August. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Vielleicht fällt der Haul ja im August auch aus. Das wäre ja auch eine Premiere. Nein, hoffen wir es mal nicht. Ich werde trotzdem Haul machen, auch wenn es nur kleinere Sachen sind. Und dann machen wir halt ein Laber-Video draus. Wir werden sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert gerne unten, was euch am besten gefallen hat, wie immer aus dem Haul. Und ja, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!